Ich habe mir mit dem Heubahnhof ein Geschenk gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch gute Geschenke bekommen oder bekommt noch gute und schöne. Ja, hallo zur 50. Folge und diesmal auch zum Spezialen, nicht nur zum Europa, Herz Europas Bahnhof Neubau, sondern auch, weil ich es in meinem Minecraft Let's Play Together schon angefangen habe. Ja, mit Cam. Deswegen nochmal Hallihallo. Und ich lege hier mal los mit dem Bau des Bahnhofs, des neuen Heubahnhofs. Und ich muss kurz hier überlegen. Das kann ich schon mal so anschließen. Raus, rein. Das heißt, hier kommt er rein. Das kann ich wegmachen. Und das so hier hinsetzen. Den Sinn erkläre ich gleich in der ganzen Aktion hier. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich lege den Bahnhof auf eine Zehnerlänge aus, deshalb diese Abschnitte. Und jetzt kommen hier drei Gleise noch hinzu, die das Ganze hier jetzt für die eine Spur machen. So. Zack, zack. So. Und hier noch zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und zack. Post. So, das wäre die eine Seite. Wie gesagt, ich erkläre gleich, warum ich das so baue. Ja, und da habe ich mich natürlich ein bisschen noch verbaut. Das wollte ich so nicht ganz. Aber ich musste es so, damit ich dort die Post hinbauen kann und die zählt. Weil jetzt zählt die, das ist halt ein bisschen tricky, aber so passt das. So. So. Und jetzt noch auf der anderen Seite das Ganze. Heißt hier wiederum das Ausweichsignal. Hier ein Ausweich, also was heißt Ausweich? Ein ja, normales Signal. Das heißt hier rein. Und wieder die Post. Jetzt kommen wir hier natürlich wieder an die Schräge. Ich
hier erstmal das Auswahlsignal und die normalen Signale hin. Beziehungsweise ändert das hier nochmal ab. So, aber das Problem mit der Rückfahrt steht ja immer noch im Raum. Aber ich habe kein Geld mehr. Also noch ein bisschen Zunder auf dem Kasten hier. So. Ich bin in der Weile schon mal um. In Hoi-Neu vorübergehend. Dann brauche ich noch eine kleine Busstrecke, um hier die Leute von A nach B schicken zu können, ohne hier einen Zug fahren zu müssen. So, das brauche ich noch. Brauchen wir den da? Manchmal suche ich doch echt hier die Buttons. Das sind manchmal echt zu viele, aber es läuft. Und wir sind wieder etwas im Plus. Das heißt, ich kann wieder einmal Terraforming machen. Zack. Und hier das Ganze so abändern. Das heißt, hier brauche ich nur noch einmal Terraforming. Dann läuft das Ding. Beziehungsweise zweimal. Das heißt, ich muss hier so sollte das auch jetzt ganz gut funktionieren. Und einmal brauche ich noch Minimum. So, zack. So. Muss hier schauen, wie komme ich hier unten an? Puh, da brauche ich noch ein paar Mal. Das ist natürlich richtig beknackt. Das kostet nochmal richtig Geld, aber es dürfte funktionieren. So, jetzt haben wir den nämlich gebaut und jetzt erkläre ich gleich den Sinn dahinter. Einmal, wenn ich noch keine Templinie habe für den Bus, dann brauche ich auf jeden Fall jetzt eine. Zack, zack. Unterstrich Temp. Halt eine temporäre Linie, die dann auch gelöscht wird.
Denn, so, ich muss jetzt hier mal Statistik. Details. So. Jetzt kommen wir nämlich zum interessanten Teil. Hier haben wir eine Kapazität von 500 und hier von 1184 und ein bisschen mehr Post. Die Post kann man ja jederzeit noch anbauen hier mit ja, solchen Postämtern. Aber das eigentliche Interessante ist jetzt folgendes. Die Züge, die von oben kommen, also hier von rechts gesehen, also von zum Beispiel Hamburg oder DB, die fahren hier links ein. Das heißt, ich muss jetzt mich hier zum Beispiel, ich nehme mir jetzt DB, die Linie ändern und hier Herz neu statt Herz Europa angeben. So, 66, 1, zack, heu, neu. So, das heißt, der fährt jetzt hier rein. Und hier brauchen wir natürlich für die Temp-Linie noch, damit die hin und her fahren. Zack, nee, Post. So, was mir aber gerade noch einfällt, Temp, nee, hier habe ich doch aus lauter, genau, Jux und Dollerei, das brauche ich nicht, das muss 0 sein. So, jetzt haben wir einmal Heu neu. So, Hamburg, ändern. Herz Europas weg, dafür Herz neu. Und 66,1. Das wieder umbenennen. So, dann hätten wir Amsterdam. Ändern. Löschen. Zack. Und hier mache ich auch wieder 66,1. Neu. So, und jetzt haben wir Luxemburg und Zürich noch. Und die kommen von unten. Das heißt, die fahren hier rechts ein. So, wir löschen. Das ist jetzt. Na, ich mach mal mit Luxemburg weiter, damit ich in der Reihe bleibe. Löschen. Löschen. Heu neu. 66. 1. Heu neu. So. In Zürich noch. So, jetzt müssten alle bis auf die Temp-Linie, die hier noch steht, umgeleitet sein auf den neuen. Warum dieses rechts und links? Einerseits überkreuzen sich die Züge nicht mehr wie hier. Andererseits hier in der Mitte sind für die Expresslinien dann schon reservierte Gleise, dass die hier in der Mitte einfach reinfahren, bäh, und entladen und wieder abhauen. So. Da ich jetzt hier den unabhängig gemacht habe, werde ich das Ganze hier mal einfach ein bisschen vereinfachen, ein bisschen billiger machen. So, und hier nochmal. Ich hoffe, hier fährt jetzt gerade nichts. Nein. Zack. Haben wir jetzt, da haben wir den Schienenlösch. Zack, kein Unterhalt mehr für die Strecke, das ist doch auch schön. So. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal abwarten. Hier sieht man jetzt, der fährt hier schön rein.
würde jetzt bis hier vorne hinfahren und dann halt warten. So. Der aus Hamburg kommt auch runter, donnert. Und wir werden gleich sehen, der wird auch hier reinfahren. Ja, 90 Leute warten da schon. Der hat hier aber noch ein bisschen zu fahren. Ich werde jetzt hier noch ein paar Posthäuschen hinbauen, wo es mir nur möglich ist. So. Hier kann ich auch in Breite noch. So. Jetzt, wenn wir die beiden vergleichen, haben wir hier die Kapazität von Personen verdoppelt, obwohl hier noch nicht mal eine Zehnerlänge drin ist. Und auch die Post haben wir verdoppelt. Also das ist doch, denke ich mal, für die Zukunft ganz passend. Hier baue ich schon mal wieder was ab. Den Unterhalt nicht noch auch zahle. So. Und jetzt sehen wir hier, der von unten, der von Zürich kommt, der fährt hier unten ein, also die überkreuzen sich nicht mehr. Und dadurch hoffe ich mal, dass das effektiver läuft hier. Und durchaus auch schneller. Ja, so sieht man das doch ganz, ganz einfach, denke ich mal, wie das so bedacht ist zu machen. Jetzt hoffe ich natürlich, der fährt hier noch ein bisschen Gewinn ein, dass man nicht pleite bleiben am Ende des Monats, das wäre schon blöd, aber so richtig. Weil im Prinzip müssen wir auch hier doppelgleisig schon machen. Hier kann ich auf jeden Fall noch ein Signal hinmachen. So. Das läuft doch, oder? Also es sieht schon mal auch schön aus. Das sind so die Momente, wo ich mir sage, ja. So, der hat hier alles abgeholt. Das heißt, ich kann die hier ausmustern. Genauso wie den. Und hier das restliche vom alten Herz-Europa-Bahnhofs abreißen. Da hat mir gute Dienste geleistet. 8 Monate oder nicht immer ganz. Ich müsste mal nachgucken, wann ich den gebaut habe. Jetzt ehrlich, jetzt ist er erstmal weg. Und ich glaube nicht, dass an der Stelle ich nochmal einen Bahnhof baue, weil ich werde den jetzt hier behalten und der ist so aufgebaut, dass man den modular vergrößern kann. Noch hier in die Breite halt zum Beispiel. Und ich merke, von oben kommen mehr Züge oder von unten. Ja, beziehungsweise man kann ja noch unterirdisch gehen. Da hat man ja auch noch alle Möglichkeiten. Von daher gesehen sollte das so ganz gut sein. Das nochmal volllaufen. Noch mal ein bisschen Geld kriegen, um hier ja auch doppelgleisig zu machen. Das heißt, diesen Berg hier müssen wir wegmachen, oder Hügel ist es ja mehr oder weniger. So.
heißt, zack. Und zack. So, jetzt dürften die sich auch hier nicht mehr überkreuzen. So, wenn man sich das jetzt auf der Karte anschaut, wird vielleicht auch nochmal das deutlich, was hier vielleicht der stärkere Hintergrund noch ist an der ganzen Sache. Gleichsatz. So, jetzt sieht man, hier geht schnurgerade nach unten. Es wird hier auch weitergehen zum IZB. Also die Schnellzug, der hat hier keine Kurven, der kann einfach gerade nach oben. Und das nenne ich doch eine gute schnelle Gleistrasse. Ja, würde ich mal so nennen. Und zack. Jetzt bin ich natürlich hier beim IZBH. Super Sache. So. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Im Prinzip habe ich das, was ich jetzt in der 50. Folge schaffen wollte, den neuen Heubahnhof zu bauen, den ich jetzt auch noch umbenennen kann. Einfach in Heu, damit man gleich bei der Betitelung bleibt. Quatsch, hier muss ich das neu wegmachen. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir am Ende des Monats im Plus sind, was ja natürlich durch diesen gewaltigen Bau ja vielleicht doch knapp werden könnte. Ich hoffe es natürlich nicht. Im Moment sieht es recht schwankend aus. Ja, das sieht so ganz gut aus. Kopenhagen bekommt auch eine Bibliothek. Also, da wir jetzt den neuen Zentralbahnhof von Europa haben, können wir uns hier wieder mit den Städten beschäftigen, beziehungsweise werde ich wohl auch, auch wenn ich da mehr Bahnsteige brauche, beziehungsweise in dem Sinn brauche ich nicht mal so viel mehr. Wenn der Zug ständig hin und her fährt, dann mache ich ihn einfach länger. Also ich werde Fahrgäste und Post trennen. Und hier warten 98. Und ich werde dann so langsam auch die ersten Expressrouten einfügen. Weil das würde sich schon machbar sein, zumindest von Moskau per Schnellzug bis Paris zu kommen. Muss ich halt nur hier ein bisschen noch die Trassen abändern. Aber das sollte doch ganz gut möglich sein. Beziehungsweise, wenn ich die Städte hier noch wieder richtig anschließe, da wird bei Kopenhagen noch durch die Bibliothek noch viel dazukommen. Und deshalb würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Jubiläumsfolge gefallen. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Fröhliche Weihnachten. Vielleicht noch. Ist ja gerade die Weihnachtszeit. Und
Ich habe mir mit dem Heubahnhof ein Geschenk gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch gute Geschenke bekommen oder bekommt noch gute und schöne. Und deshalb bis denn dann, euer Prisus.